So. Der Holzfäller hat hier nichts mehr zu tun, der geht. Der Holzfäller behauptet hier nichts mehr zu tun haben, also geht der auch. Der Holzfäller ist noch nicht mal besetzt. Aber die haben ja auch nicht mehr wirklich was zu tun. Die Bäume sind schon bereinigt. Könnt ihr also direkt knicken mit denen? Und ich würde sagen, es ist Zeit, dass die Holzfäller dieses Landes ihre feste Ruhe finden. Wir setzen hier ein Sägewerk auf, damit das Gebiet hier schön über sein eigenes Holz verfügen kann. Mit Holzfällern nach hier und nach hier. Und einem Förster nach dahin. Und das gleiche hier. Mehr oder weniger hier. Holzfäller. Holzfäller. Förster. Sägewerk. Gut. Okay, Leute, gebt mir meine Zange. Du hast das Material, stell ein paar Zangen her. Ansonsten müssen wir auch warten, dass der Gießer hier rüber transportiert wird. Da kriegt das Spiel nur einen Anfall. Ich habe das Gefühl, wir sitzen auf jeden Fall länger an Missionen als in Siedler 1. In Siedler 1 gab es drastisch mehr. Viel zu viele, würde ich sogar sagen. Aber in Siedler 2 sitzen wir, glaube ich, durchaus länger an den Missionen, die wir hier spielen. Moment. Warst du, dass diese Insel mit... Nee, diese Insel ist nie im Leben. Die ist noch nicht mit den Gelben verbunden, oder? Die kann gar nicht mit den Gelben verbunden sein. Wie? Wie würde das sein wollen? Denn wenn nur wenn hier ein enger Gang wäre, der hier oben lang führen würde. Ansonsten ist das gar nicht möglich. Und wenn das der Fall wäre, dann wäre es ganz schön nützlich. Dann sind wir erstmal ein Erkunder. Also die Insel. Nein, Karte kommt zurück. Die Insel hier ist offensichtlich eine Insel. Die beiden sind miteinander verbunden über eine Landbrücke, von der wir wissen, dass sie hier ist, weil unsere Schiffe hier nicht durchfahren können. Hauptproblem, also letztendlich besteht das geteilte Land wahrscheinlich auf geteilt zwischen denen und denen. Das Problem ist, dass wir keine vernünftige Front aufgestellt bekommen, um denen wirklich an den Kragen zu gehen. Also Festung braucht auch ein Jahrhundert, oder? Ich baue die Festung auch spezifisch nur, weil ich nicht will, dass hier was angegriffen wird. Ich wünsche, wir könnten auch irgendwo Generäle hochzüchten. Das Problem ist natürlich kein Gold. Und selbst die Minen, die wir hier finden, sind relativ verbraucht. Das Sägewerk von hier kann weg. Das Sägewerk kann darüber gehen. Oder darüber. Je nachdem, wo es ihm besser passt. So. Nein. Ah.
Gut, nun die ganzen Bäume hier weg sind, kann man ja das ganze System hier wieder erweitern. Damit es auch wieder alles funktioniert, wie es soll. Im Großteil. Ich sage zum Großteil, weil die Berge auch ein bisschen was verhindern. Einen effektiv nutzbaren Platz. Checken wir den Gelehrten, vielleicht findet er hier irgendwo noch was Lustiges. Das ist Bergwerk leer. Das ist auch leer. Das Spiel uns auch gerade sagen möchte. Dann tschüss. Und fort mit dir. Wertlos. Haben wir inzwischen verdammt die zweite Zange bekommen. Wir haben viel zu viele Zangen. Wir haben 23 Zangen. Wieso haben wir plötzlich so viele Zangen daraus gekriegt aus dem Zeug? Was will ich mit so vielen Zangen? So viel verschwindendes Eisenerz. Gut, dieses Katapult muss gebaut werden. Leider dauert das alles sehr lange. Weil irgendwie kein Material rübergeschleppt wird. Warum nicht? Weil kein Material mehr ist. Oh nein. Uns geht Granit aus? Wir haben 118. Aber keines hier. Baut einen Steinbruch hier hin. Bitte. Wo ist der ganze Granit hingeschickt worden? Hier sind 19. Wenn hier jetzt ein Haufen drin ist, nein, das ist leer, gut. Folgendes. Kein Baumaterial herein, das wird spezifisch hier ausgelagert. Wir wollen das Zeug in den Häfen haben. Bring das Baumaterial wieder zurück zum Hafen, damit es auch abgeholt werden kann. Damit es transportiert werden kann, wo es gebraucht wird. Denn das Zeug darf ja hier rüber. Aber irgendwie kommt das einfach nicht an. Hier erlauben wir Baumaterial. Nein, lass mich die Auslagerung stoppen. So. Da kann das Zeug hier rübergebracht werden, von hier aus dann zum Ziel zu kommen. Also Bretter haben wir, haben einfach kein Granit hier. Gelehrten, sag mir, dass wir hier eine Granitmine haben. Nein. Hör's noch mal her. Braucht der Förster bitte für Dinger besetzt zu werden? Braucht ein Förster eine Schaufel? Wahrscheinlich, nicht wahr? Werkzeug! Nein! Keine Zangen mehr. Mach Spaten. Wieso ist das nicht besetzt? Wir haben Zangen. Wie viele Zangen haben wir hier? Wir haben 20 Zangen da drin. Sag nicht, dass keine Zange gebraucht wird. Was braucht man, wenn ich Zangen? Was kann man brauchen, wenn ich Zangen für die Schmelze?
brauchen irgendwo Granit, verdammt. Nein, wo ist das Bergwerk? Hol Bergwerk leer. Dann tschüss. Hier unten gibt's Granit. Wir müssen mit dem Zeug jetzt ein bisschen aufpassen. Wir haben da oben welchen. Der wird nützlich sein. Die Leute sind wahrscheinlich unterwegs, um sich darum zu kümmern. Aber in erster Linie sieht das alles nicht so gut aus. Setzen wir hier einen Steinbruch hin. Egal, baut das. So. Im Zweifel ist es ein Provisorium, dann ist das gut. Genau, so müsste das nämlich eigentlich laufen. Setz hier noch einen Steinbruch hin, damit dieser ganze Steinhaufen schnell verschwindet. Und wir schnell an den Granit kommen, den wir brauchen. Gehst du wohl weg. Hallöchen. Von Schlossern. Was braucht eine Schmelze dann? Schmelztiegel. Verdammt. Ich habe mich dann das Symbol hier irgendwie bewegt. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich da eine Zange gesehen mental. Schön, dass wir jetzt 20 Schlosser bauen könnten. Schön. Läuft. Wir haben jetzt schon, mit allem haben wir eigentlich an sich schon zu viel. Und jetzt das ganze Eisen stiehlt. Läuft. Verdammt, ich hab die Schmelztiegel nicht beachtet. Ich seh nicht mehr, dass sie existieren. In Siedler 1 gab's keine. Nun, das ist jetzt so unglücklich. Das ist ja oben auch leer. Oh, nö. Du bist auch leer, ja. Ey, Wasser wurde gefunden. Ich brauche Granit, verdammt. Oh, der Fischer ist leer. Dann verschieben wir den nach... dahin. Wobei, da haben wir sowieso nicht mehr so viele Minen. Ist egal. Verschiebt den Fischer nach hier hin. Hier können wir sowieso das Raster gerade nicht aufrechterhalten. So. Was soll das denn bitte? Okay, scheinbar soll es das. Von mir aus. Ich bin mir nicht, ob ich speichern will. Was willst du jetzt noch? Was haben wir gerade gelöscht? So, Schmelztiegel. Wie viele haben wir davon jetzt? Null. Verstehe. Schmieden. Macht mal Pause mit eurem Eisenverbrauch. Wir müssen auch auf das Schlosser, das ich irgendwie auffüllen kann. Ah, Mann. Ihr habt den Berg aber auch komplett leer geräumt, oder? Somit beschafft er uns da hinten ein bisschen Granit, damit die Festung fertiggestellt werden kann. Und das Katapult. Okay, Förster brauchen aber Schaufeln, oder? Oder brauchen die irgendwas anderes? Komplett Abstruses. Förster war Schaufeln. Ich... da geht ein paar Schaufelnauftrag, oder? Muss. Der muss doch sein. Ansonsten funktioniert unsere Förster nicht. Hey, Leute. Schickt mal einen Erkunder aus. Und hier hinten möchte ich eine Fahne setzen, um herauszufinden, ob wir noch Eisenerz finden können. Denn eventuell erleiden wir gerade gewisse Mangelerscheinungen. Gold gibt es sowieso nicht einfach. Einfach so gar nicht.
So. Eine Schaufel entförster. Gut. Wir haben aktuell drei Förster zu wie vielen Hütten, die wir gebaut haben. Nicht ganz so. So, da haben wir. Wir haben fünf Försterhütten gebaut. Zwei sind noch unversorgt. Gut. Sobald wir drei Förster haben, ist alles cool. Das ist blöd. Jedenfalls, hier hinten, Straßen. Kein Grund, dass wir ziehen. Das machen wir einfach so, weil wir es können. Ich hab ein Yippie gehört. Gold! Gold! Oh, Gold! Schön. Freut mich. Das freut mich ein kleines bisschen. Alles klar. Fließt an. Daran. Und daran. Setzt das Gold in Bewegung, mir egal wie. Macht's einfach. Und dann brauchen wir eine Schmelze hier unten. Münzprägerei. Gut. Das Beste ist natürlich, dass wir einen zweiten Erzschmelzer hatten und der ist niemals hier abgeholt worden. Wir haben auch einen weiteren Schmied hier. Doch, der ist abgeholt worden. Komisch. Die Schlosserei hier ist still. Ihr könnt auch für ewig bleiben. Münzpräger wird eingerissen. Da ist der Eisenschmelzer. Weg mit den Tiegeln! Förster ist besetzt. Der noch nicht. Einen Förster brauchen wir noch. Machen einen Spaten, Junge! Die Burg wurde gebaut, dank dieses tapferen Steinmetzes. Nein. So. Das heißt, wir setzen hier einfach noch ein Steinmetz rein. Und macht die Steine weg, da können wir den Feind ein bisschen wegbombardieren. So, bevor ihr wieder auf irgendwelche dämlichen Dinge kommt, ist der Förster endlich da. Der Förster ist da. Du, nein. Du machst direkt erstmal Pause. Eisen wurde gefunden. Ja. Gut. Das trifft sich insofern gut. Lass das mal. Nein. Lassen wir den erstmal noch, bis wir die Straßen wirklich bauen können. Das trifft sich insofern gut, dass das Zeug inzwischen ausgeht. Aber jetzt haben wir Gold. Kohle wurde gefunden. Das ist sehr schön. Oh, das hier oben ist leer. Dann tschüss. Dann braucht ihr das die ganze Jahr. Ist mir egal. Wir schicken noch einen Gelehrten. Nein. Gold. Nein, nein, ich glaube, ich brauche nicht 50 Schaufeln. Ich glaube, ich komme ohne klar. Ich weiß, es ist gewagt. Aber wir sind ja solche Skiller, wir brauchen keine 50 Schaufeln. Um 14, ich habe nur kurz geblinzelt und plötzlich waren 20 Zangen da. Ich hab die nicht absichtlich so lange sitzen lassen. Okay. Die Fahne geht weg. Was machst du das Spiel? Nein. Mir egal. Warum? Eins, zwei, Flagger. Eins, zwei, Flagger. Eins, wirklich? Eins, zwei, doch, Flagger. Eins, nö. Geht klar.
Ab hier sagt das Kohlebergwerk wahrscheinlich bald einfach nö. Und ehrlich gesagt, da was halt sowieso nicht ewig halten wird. Nein. Wo haben wir was? Wir haben Eisenerz hier. Probieren wir es nochmal, ob das klappt. Nö. Versuchen sie schon, dass wir möglichst viele Minen gebaut bekommen auf der Fläche. Eisenbergwerk. Der Weg kann es mal gehen. Das ist gerade so richtig, ja. Hier haben wir Bäume im Weg. Kohle. Eisen. Nein! Eisen. Mir egal gerade, weil die Bäume gerade im Weg stehen. Und so lange warten wir jetzt hier was. Nicht. So. So. Die Flagge hier können wir nicht machen, weil das Kohlebergwerk komisch steht. Mir egal. So. Das haben wir in Siedler 1 sehr liebend gerne gemacht. Einfach zu versuchen, die KI wegzuförstern, indem wir da einfach gesagt haben, nö, du kannst hier nichts bauen. Und das ist sehr niedlich. Er versucht, eine Baracke zu bauen. Unsere Katapulte werden da ein bisschen Spaß mit haben. Die feindlichen Soldaten stehen hier aber auch noch ein bisschen komisch in der Gegend rum. Die sind ein bisschen verwirrt. Du kannst nicht mehr, dann gehst du. Ach, hier vorne hin nämlich. So, ist irgendjemand noch nicht besetzt? Wir haben einen Münzpräger hier. Der müsste doch irgendwann geliefert sein. Wir haben zwei Münzpräger. Ich glaube, das könnte der sein. Baumstämme. Warum werden Baumstämme darüber transportiert? Wie auch immer. So. Aber also von Granitbergwerken haltet ihr jetzt nicht so viel, sehe ich. Oder generell von irgendwas übrig zu lassen in eurem komischen Gebirge. Wie ist mit dem Spähturm? Wir haben schon lange keinen mehr gebaut. Da kann ja auf dem Festland noch was gemacht werden. Nun, die Wikinger haben meine Wachtürme hier angegriffen. Ich habe gesagt, nein, die Wachtürme existieren nicht mehr. Und dann standen die da und guckten. Blöd. Ziemlich blöd. Und jetzt haben wir die Straßen drumherum abgerissen, weil ich das Gefühl hatte, dass die Straßen irgendwie blockiert hatten. Weil teilweise Baumstämme sich irgendwie nicht bewegt hatten. Und sobald wir die Flaggen abgerissen hatten, auf denen die standen, haben sich Sachen drumherum bewegt. Also haben wir einfach gesagt, okay, gut, dann bauen wir um die drumherum. Und das scheint jetzt zu funktionieren. Wir haben halt, ich hatte hier einen Wachturm stehen. Oder hier in der Region irgendwo. Wo sie? Katapult, löse das. Ich hatte hier, glaube ich, einen Wachturm stehen in dem Bereich. Und hier irgendwie auch einen. Und die haben die Festung, die ich gebaut habe, einfach ignoriert. Also muss ich die Wachturm wegstampfen. Das wäre ganz schön lustig. Ah, hier ist ja kein Platz für eine Baracke. Aber, gute Frage, wenn ich einen Spähturm darauf setze, was passiert dann mit dem? Gibt er einfach? Oh! Oh. Oh! Cool! Der wohnt jetzt dann da drin. Ich speichere mal vor das Spiel, deswegen denkt, dass es abstürzen darf. Ich speichere immer auf den gleichen Spielstand. Nichts, was ich vorhabe. Wir brauchen übrigens Waffen. Also arbeitet verdammt. Wir brauchen nämlich definitiv mehr Soldaten. Da wir übrigens zwei Goldschmelzer haben und den hier oben eingerissen haben, baut noch einen.
Das Gold, das wir haben, muss verarbeitet werden. Letzten Endes sind wir von der Gnade unserer verdammten Schiffe abhängig, was mich nicht glücklich macht. Wir haben jetzt aktuell auch keinen Grund mehr, hier die Einlagerung von allem zu verbieten. Das mussten wir einmal machen. Um einmal alles rüberzukriegen, damit wir wirklich auf der anderen Seite bauen konnten. Jetzt ist die andere Seite unabhängig. Das heißt, das muss jetzt nicht sein. Was wir jetzt machen sollten, ist, dass wir auf dem anderen Gebiet sagen, dass wir Soldaten da auslagern möchten und die rüber transportieren wollen. Interessant war aber auch, dass die KI nur ein einziges Mal diesen Angriff versucht hat. Die Festung greifen die irgendwie gar nicht an. Da haben die ein bisschen Schiss vor. Ja, ich kann einfach resetten. Stimmt. Das ist so viel angenehmer. Vielen Dank. So, dann möchte ich, glaube ich, sagen, dass wir die Soldaten nicht hier drin haben wollen. So gar nicht. So, dann Pirat, dann geht das raus und die ganze Zeit wieder rein. Oder geht der auch verdammt zumal zum Hafen? Der geht raus und wieder rein. Dann raus mit euch. Runter zum Hafen. Ich hoffe, die werden jetzt trotzdem noch in diesem Lagerhaus ausgebildet. Ansonsten muss ich Waffen und Bier hier verbieten und die zum Hafen runterschleppen. Was nicht so toll wäre. Werden die noch hier hergestellt, wenn ich hier sage, die sollen komplett ausgelagert werden? Weil ich die Einlagerung verboten habe? Hoffentlich schon. Und letzten Endes sollen die zum Hafen runtergehen, denn nur sonst können die Schiffe die gar nicht transportieren. Letzten Endes ist die Front ja hier. Was ist denn der Erkunder los? Ah, den müssen wir gar nicht. Wir haben hier einen Spätum gebaut. Da ist der Erkunder. Spätum wird danach wieder eingerissen und nach dahin verschoben. Um lustig zu sein. Aber die Leute hier sind halt wirkliche Gartendeko. Ah, wir lassen es einfach mal so. Aber das ist doch schöner. Was, wenn wir die, können wir die Straße auch noch so verschieben, damit es schöner wird? Nö. Naja, da steht der Alter in der Mitte. Okay, das ist ja interessant. Sehr interessant. Tschüss, Spähturm. Kein Bedarf. Katapult, du bist versorgt. Warum kannst du den nicht beschießen? Katapult, du, warum kannst du den nicht beschießen? Verarschte mich. Warum bauen die da hinten eine Baracke und die kann ich auch nicht beschießen? Das hier war von hier aus beschießbar. Aber das hier nicht... Nach welchen Maßstäben werden eure Katapulte gebaut, Freunde? Da können wir eine Festung bauen. Können wir. Werden wir. Müssen wir. Baut eine Festung. Ich hoffe, dass es kein zu großer Fehler wird, aber das Gelände müssen wir ein bisschen sichern. Dann können wir von hinten aus vielleicht bomben und an ein Gebirge rankommen. Fällen wir aus ein bisschen Holz. Oh, Wasser, wie schön. Ach, jetzt hat das Katapult was getötet. Okay, gut. Aber dieses Ziel hat einfach keine Ausrede, das hier nicht zu beschießen. Der ist schon weg, seit Ewigkeiten. Gold wurde gefunden. Da unten wurde Gold gefunden? Warte, was ist die Zukunft im Hinterkopf? Im Moment haben wir Gold von hier hinten. Schicken Gelehrten nochmal hier rüber. Dieser Weg hier ist weird, der kann einfach geändert werden. Hier können wir es auch stattdessen so machen. Ja. Nicht sicher, inwiefern das wirklich was bringt, aber was wir machen. So, den verbinden wir dafür so. Berge sind halt manchmal ein bisschen komisch.